Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir waren mal wieder fleißig und haben ein paar Kisten aus der Invasion aus dem Schlund uns zusammengefarmt. Diesmal sind es die Ventierkisten, die schimpfen sich einmal Kriegskasse des Ernters. Und ja, ich hoffe, dass wir da, wenn wir 10 Kisten aufmachen, vielleicht einen Mount rausziehen. Und zwar schimpft sich das Fledder-Schwingensattel des Ernters. Ist eine schicke Fledermaus. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Kiste Nummer 1. Kriege ich denn da einen Transmog-Umhang, den ich schon habe? Okay, das war schon mal nix. Dann swappen wir hier mal auf den nächsten Char rüber. Kiste Nummer 2. Seelenglut, das war auch nix. So, dann schauen wir mal weiter. Kiste Nummer 3. Bei Conduits haben wir da raus. Okay, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir hier, den nächsten Char, beziehungsweise auf dem zweiten Account. Wo habe ich denn hier die Kiste Nummer 4? Wieder nur Seelenglut. Und ein bisschen Stuff hier aus Revendrest. Gut, was haben wir denn hier noch? Kiste Nummer 5. Wieder ein paar Conduits. Ich muss die jetzt langsam mal einzahlen, ne? Das ganze Inventar ist schon halb voll damit. Dann haben wir hier noch irgendwo eine rumflattern. Jetzt schauen wir mal. Ah, da haben wir sie. Neben dem Mount, was ich löschen kann. Man kriegt jetzt halt immer die gleichen Mounts über die Ruhmstufen, ne? Ist ein bisschen blöd. Nummer 5 hatten wir, Nummer 6. Wieder nur Conduits, okay. Gut, und weiter geht's. Kiste Nummer 7. Oh boy. Oh boy, aber ich habe irgendein Transmog-Ding hier, die Hände. Na, die können nicht brauchen. Den Gaul können wir auch wieder wegschmeißen. Seht ihr hier, der hat auch das Stufe 40 Mount. Das brauchen wir auch nicht. Ja, Conduits, die zahlen wir irgendwann mal ein, ganz sicher. Und dann, achso, hier habe ich noch gar nicht weiter gelockt. Okay, dann müssen wir da gleich gucken. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir dann Kiste Nummer 8. Uff, ich glaube, irgendwann baue ich mir aus den Conduits einen Mount zusammen. Ich sag's euch. So viele, wie ich mittlerweile auf den ganzen Twinks rumliegen habe. Und dann haben wir hier Nummer 9. Okay, einen Try haben wir noch. Mal gucken. Dann letzte Kiste, letzte Chance. Hier haben wir Kiste Nummer 10. Nochmal Daumen drücken und mal gucken. Ist er drin? Mit gedrückten Daumen mache ich die Kiste auf. Okay, es hat nichts gebracht. 5-mal daneben geklickt. Mein Gott, wie viele Kisten habe ich jetzt schon geöffnet? Also hier auf dem Account waren es 28 von denen. Und auf dem Second Account sind es 21. Ja gut, und wahrscheinlich habe ich eins vor dem Ding schon geöffnet, bevor das Addon das getrackt hat. Aber dann sind wir fast bei 50 Kisten, ne? Uff, haben wir schon ordentlich reingefarmt. Naja, gut, so ist es. Ich werde wieder ein bisschen weiter farmen und sobald ich wieder ein paar habe, melde ich mich wieder. Euch da, bis dann, ciao.